Oh Mann, war das heute ein erfolgreicher Tag auf dem Markt! Freunde, ich habe meine Pizzasuppen verkauft und die sind so beliebt, dass die ganze Stadt sie feiert und ich heute ganze 42 Smaragde eingenommen habe vom Verkauf der Pizzasuppen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich glaube, davon kaufe ich mir direkt ein neues Luxushaus am Strand. Ich meine, wir haben schon Haus am Strand, aber wir haben ja noch kein Luxushaus am Strand. Das fehlt uns noch. Ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, easy cheesy, lauf doch bitte mal auf dem Gehweg und nicht die ganze Zeit auf der Straße. Ich möchte mich höflichst dafür entschuldigen. Ach, ich weiß nicht, ich bin da manchmal einfach ein bisschen verplant. So, Freunde, wir gehen jetzt erstmal hier zurück nach Hause, gucken natürlich nach links und nach rechts und damit wir auch nicht von einem Auto überfahren werden. Wo ist denn unser süßer Spaghetti hin? Ich würde gerne das Geld eigentlich nur reinbringen. Wo ist denn Spaghetti? Spaghetti nach drinnen gelaufen? Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, so, zack. Normalerweise ist Spaghetti ein Draußenhund, der ist eigentlich immer draußen. Unten kann er eigentlich nicht rein. Ist hier irgendwo, unsere Mutti habe ich auch. Schinken, mein Freund. Na, du Banane, was machst du hier? Schon wieder auf Toilette rumsitzen, ne? Ja, Schinken, alles klar. Du hast echt ein entspanntes Leben, muss ich sagen, mein Freund. So, zack, aber sag mal, das gibt's doch gar nicht. Hier ist Spaghetti auch nicht, da ist die kleine Ente. Hast du Spaghetti gesehen? Du zeigst mir nur dein Hintern. Dieses Schwein. Unglaublich. Das gibt es nicht. Lola, ist Lola hier? Lola ist auch nicht da? Wo ist denn Spaghetti? Das gibt's ja gar nicht. Aber bei Lola ist es normal. Die geht öfter mal irgendwie nach draußen in letzter Zeit und ist dann irgendwie mal einen Tag nicht da oder sowas. Aber, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Warte mal, wir gucken mal im Briefkasten. Vielleicht haben wir ja Post bekommen und jemand hat Spaghetti gefunden oder so. Hier ist wirklich ein Brief drin. Dann lesen wir einfach mal so. Zack. Dein Hund ist dir lieb. Hinterlege bis heute Abend 2 Stacks Smaragde im Kran bei der Piratenbucht. Wenn dies nicht geschieht, siehst du deinen Hund nie wieder. Der Zermalmer. Nein, jemand hat Spaghetti gestohlen. Jemand hat Spaghetti entführt. Spaghetti wurde entführt. Ich glaub's gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Freunde, das heißt, wir müssen... Oh Gott, nein. Ganz schnell. Wir müssen ganz schnell Spaghetti wiederholen. Der Zermalmer. Wer zur Hölle nennt sich denn der Zermalmer? Wer nennt sich denn so? Was für ein komischer Mensch macht sowas denn? So, 2 Stacks Smaragde sollte eigentlich kein Problem sein. Wir gucken mal so hier. 1, 2. Das müsste eigentlich... Guck mal hier, das sind schon 2 Stacks Smaragde. Das ist natürlich für uns kein Problem. Wir haben ja hier fleißig gearbeitet, aber das gibt's ja gar nicht. Sollen wir jetzt zur Polizei gehen? Was machen wir denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, Freunde. Wir werden jetzt hier erst einmal über die Straße gucken. Ich glaube, da vorne liegt der Mexikaner. Sir, sind Sie der Zermalmer? Hören Sie mich? Sie sind am Schlafen. Ich sehe Sie schon, aber sind Sie der Zermalmer? Hallo? Mr. Mexikaner, guten Tag. Was ist denn mit dem? Ich möchte gerne, Ach Mensch, Sie verkaufen doch immer alles, ne? Haben Sie vielleicht auch irgendwie so Sachen vorrätig, mit denen man einen Zermalmer kleinkriegen kann oder so? Er bewegt sich. Ich denke, das war ein Ja. Ja, okay, sie haben... Was macht er da? Versucht er aufzustehen? Aber er kommt nicht hoch, weil er zu dick ist oder so. Ich weiß es nicht. So, warten Sie mal hier. Wenn Sie irgendwelche Waffen oder sowas haben, mit denen ich Zermalmer... Wolle Waffe kaufe? Ja, sí, claro. Will comprar una Waffe. Euch solo 10 Smaragde. Heute kostet es nur 10 Smaragde. Okay, 10 Smaragde wollen Sie haben. Oh, das war falsch. Hier so, 1, 2. Hier, 10 Smaragde. Und was bekomme ich jetzt? Was bekomme ich jetzt für eine Waffe, Mr. Mexikaner, Sir? Was haben Sie denn für mich da? TNT? Und ein Feuerzeug. Na, das ist aber mal eine tolle Waffe. Einfach TNT und ein... Na, mit dem braucht man gar nicht reden. Okay, Freunde, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich werde die 64 mal 2, 128 Smaragde auf jeden Fall hinterlegen. Ich möchte nämlich nicht, dass Spaghetti irgendetwas passiert. Wir gehen jetzt erst einmal noch nicht zur Polizei. Ich denke, wir als Geheimagenten können selbst mit dem Zermalmer fertig werden. Von daher werden wir das jetzt auch einfach mal versuchen. So, zack, über die Straße und auf zur Piratenbucht. Und ich hoffe, dass heute Nacht, nachher wird es auch schon dunkel, es ist schon relativ spät, dass wir es denn schaffen, heute Nacht dem Zermalmer irgendwie auf die Spur zu kommen. Aus dem Weg, kleines Schaf. Du kannst doch nicht hier vorne auf der Straße rumstehen. Was, wenn ein Auto kommt und dir die Füße abfährt oder sowas? Komm, hier, zack, zur Seite. Und wir sind natürlich ja auch sehr, sehr vorbildlich. Und, warte mal, die Sonne geht schon unter. Ich glaube, es wird schon nur gelassen. Lass uns mal gucken. Da vorne geht der Mond auf. Da hinten geht, glaube ich, schon die Sonne unter. Ich habe sie gerade am Horizont erspäht. Von daher sollten wir uns jetzt schnellstmöglich beeilen, damit wir es noch schaffen, unseren kleinen... Was bist du denn? Oh Gott, da steht einfach ein Pferd auf dem Baum. Und seinen kleinen süßen Spaghetti zu retten. Das wollen wir jetzt hier so, zack, einmal hier rüber. Und dann sollten wir versuchen, möglichst von hier... Ah, oh Gott, oh mein Gott. Wir sind
perfekt, gelandet. Genau, hier vorne ist es nämlich auch schon. Hier vorne ist der Kran. Können wir mal hier aufhören, irgendwie rumzuspringen mit unseren Slime Boots. Vielen Dank, oh Slime Boots. Und jetzt sollen wir, nehme ich an, ist hier schon jemand? Da vorne? Nee, hier ist, glaube ich, niemand. Noch ist, glaube ich, niemand da. Okay, dann sind wir noch rechtzeitig, Freunde. Wir werden jetzt hier 2 Stacks Smaragde reintun in diese Dinger. Und dann denke ich mal, dass die jemand abholen wird. Was können wir denn machen? Wir könnten uns am besten entweder aufs Schiff oder in ein Haus oder so reinstellen. Wollen wir aufs Schiff gehen? Wollen wir? Leute, wir gehen hier. Ich versuche das mal so. Zack. Oh, nicht zu weit. Nein. Easy cheesy. Pass doch mal auf hier. So, zack. Wir sind auf dem Schiff und jetzt haben wir das Ganze eigentlich ziemlich gut, denke ich mal, im Blick, wenn wir hier rumstehen und diesen Kran da unten angucken. Wer auch immer jetzt versuchen wird, die Smaragde zu holen, den werden wir kriegen, Freunde. So, hier oben vielleicht ist es ganz gut. Da hinten ist jemand. Da hinten läuft jemand. Leute. Nein, 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 nein. Sieht er uns? Ich glaube nicht, dass er uns sieht. Das sieht aus wie ein Zermalmer. Der guckt sich um. Hat er uns gesehen? Der sieht schon so aus. Ist der? Er ist da dran. Er hat die Smaragde. Er holt sich die Smaragde. Und was macht er jetzt? Jetzt rennt er weg. Okay, Freunde. Das ist er. Das ist unser Ziel. Dieser Zermalmer hat Spaghetti gestohlen. Wo ist er hin? Da hinten läuft er. Was macht er? Er ist da gerade irgendwo verschwunden. In so einem Gang. Okay, Freunde. Zack, wir müssen hinterher. Aber leise. Er darf uns nicht bemerken. Ich weiß nicht, was so ein Zermalmer mit uns macht. Okay, Leute. Zack, wir gehen mal rein. In diesen Gang. Was ist das? Achso, hier können wir zumachen. Und dann werden wir jetzt mal sehen, wo der Gang hinführt. So, hier vorne einmal um die Ecke luschern. Ah, da ist er. Okay, Leute, da war er gerade. Ist er weg? Er ist weg. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir trauen uns. Ist er da vorne noch irgendwo? Er läuft. Er läuft da hinten lang. Wir müssen eigentlich hinterher. Bevor wir ihn... Nein, ah, guck nicht zurück. Bevor wir ihn aus den Augen verlieren. So, zack, hier einmal durch den Tunnel. Das muss doch ganz schnell gehen. Hier und... Wo sind wir jetzt? Er rennt da runter. Ich hoffe nicht, dass er sich jetzt umdreht oder sowas. Ich meine, noch sind wir hier versteckt. Aber wir müssen ja auch irgendwann mal hinterher... Was macht er? Ah, er guckt. Er guckt sich um. Aber er geht weiter. Okay, jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Er wird sich bestimmt nicht wieder umdrehen. Also zumindest nicht in naher Zukunft. Okay, so. Zack, ins Versteck. Oh, wenn er sich jetzt umdreht. Warte mal, Leute. Wir gucken mal. Ich glaube, kommt er wieder hoch? Nee, er rennt weiter. Oder? Ich weiß. Oh, was tut er? Okay, er rennt weiter. Zu irgendeiner Tür da unten. Und was... Okay. Ich weiß auch, wo wir sind. Wir sind im Untergrund. Wir müssen jetzt ganz schnell hinterher, bevor wir ihn verlieren oder so. Weil ich weiß nicht, wo er dahin rennt. Wir sind hier im Untergrund. Der Start. Er geht da hinten lang. Okay, so, zack, hier den Knopf drücken. Wir kennen das Ganze ja schon. Und hinterher, mal gucken, ob wir ihn sehen. Da vorne ist er. Und er geht den Weg. Okay, er geht den Weg. Er geht den Weg übers Wasser. Oh nein, wir hängen im Spinnweben. Wir müssen hinterher, hinter dem Zermalmer. So, hier lang. Ist er da nach links? Ist er runtergefallen irgendwo oder ist er nach links? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Da vorne ist er. Und er geht durch eine Tür. Okay, Leute. Was macht er da? Er ist... Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Ich denke... Ich denke, er wohnt hier. Was hat er hier getan? Meine Smaragde! Nice! Die hat er einfach da reingemacht. Wisst ihr was? Wir werden uns jetzt hier mal ganz ordentlich unsere Ninja-Rüstung anziehen, damit er uns nicht erkennt, falls er uns sieht. Und dann gucken wir mal hier um die Ecke, ob er hier irgendwo ist. Da vorne sitzt er. Seht ihr ihn? Da vorne sitzt der Zermalmer. Oh, oh Gott. Und guckt Fernsehen oder so. Nein, wir müssen doch Spaghetti befreien. Ich weiß nicht, ob er Spaghetti hier hat irgendwo. Ich gucke mich mal draußen ein bisschen um, ob Spaghetti hier vorne irgendwo ist. Oder ich weiß nicht, was er mit Spaghetti gemacht hat. Ja, hat er bestimmt in seiner Wohnung. Hoffentlich hat er ihn in seiner Wohnung, weil ich weiß nicht, wo Spaghetti sonst sein sollte. Okay, wir gucken nochmal um die Ecke hier, was der Zermalmer gerade macht. Sitzt er da noch? Da, er steht da, er steht da. Hat er uns gesehen? Oh Gott, hier hinten verstecken. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen, Leute. Ich weiß nicht, was er tut. So, mal gucken. Ist er da noch? Er ist nicht mehr hier. Oh Gott. Ist er unsichtbar geworden? Wo ist er hin? Wir gehen mal die Treppe runter. Lasst uns mal gucken. Hier vorne links ist eine Tür. Rechts ist auch eine. Oh Gott. Da steht er. Und hat sich gerade die Hände gewaschen. Der Zermalmer. Okay. Wir werden jetzt ganz schnell hier an der Seite vorbei in sein Schlafzimmer gehen. Wir sind in seinem Schlafzimmer. Aber hier ist Spaghetti leider auch nicht zu sehen. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, da ist er. Leute, ich kann nicht um die Ecke gucken. Ich kann nicht. Doch, er ist, ich weiß nicht, wo er ist. Ist er oben? Ich hoffe, er ist hochgegangen. Hier in der Küche ist er, glaube ich, nicht mehr. Okay, alles gut. Hier haben wir ein Essenslager.
Ist er noch oben? Er ist noch oben. Was haben wir hier? Spaghetti! Snoopy? Das ist nicht Spaghetti, Freunde. Das ist Snoopy. Snoopy. Aus dem Spielzeugtierladen irgendwie. Das gibt's ja gar nicht. Was machst du denn hier unten, mein Freund? Bist du schon lange hier unten? Okay, komm mit, Snoopy. Wir bringen dich hier raus. Aber bitte sag mir, ob Spaghetti hier auch irgendwo ist. Ich muss Spaghetti finden. Leute, das gibt's doch gar nicht. Hier im Essenslager. Ich hoffe nicht, dass Spaghetti... Oh Gott, nicht, dass Spaghetti schon gefressen wurde. Okay, wir gucken noch mal rein. Spaghetti, mein Freund, komm! Oh mein Gott, los, komm, wir müssen hier raus. Snoopy ist auch da, wir müssen hier raus, wir müssen euch hier rausbringen. Ich hoffe, der Zermalmer, der ist irgendwie rausgegangen oder sowas. Ich weiß nicht, wo der ist. Freunde, okay, kommt. Zack, 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 wir gehen jetzt hier hoch. Gucken mal, ist er da irgendwo? Ich glaube, er schläft. Es sieht aus, als würde er schlafen. Ja, los, kommt. Okay, ganz schnell durch die Tür. So, ihr beiden, ja, sie haben sich teleportiert. Spaghetti und Snoopy. So, zack, ihr sitzt beide, okay. Ich bringe euch hier raus, meine Freunde. Macht euch da keine Sorgen. Vielleicht geht ihr nochmal ein Stück weg, denn ich werde mich jetzt an dem Zermalmer rächen. Und ihr solltet jedenfalls nicht davon betroffen werden. Deswegen geht einfach mal ein Stück beiseite, damit euch beiden süßen Hündchen nichts passiert. Denn wir, Freunde, wir werden jetzt die Waffe des Mexikaners einsetzen. Und wir werden jetzt hier noch einmal reingehen, die Tür hinter uns schließen. Gucken, ob der Zermalmer noch hier oben sitzt. Nee, der ist weg. Er ist nicht mehr hier oben. Okay. Wir haben unseren Dagger, wir haben unseren Dolch. Notfalls können wir den benutzen. Wir wissen, wie man ihn einsetzt. Hier ist er nicht. Hat er bemerkt, dass die Hunde weg sind? Oh mein Gott, ich glaube, er hat bemerkt, dass die Hunde weg sind. Wenn er jetzt uns sieht, da vorne liegt er. Wir machen es jetzt ganz einfach. Ich glaube, er schläft. Kriegt er davon was mit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Zermalmer. Du wirst meinem Hund nie wieder etwas antun! Wow! Okay, schnell raus! Das wird gleich explodieren! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, das war's mit dem Zermalmer! Ladies and Gentlemen, ich hoffe, das heutige Video von Minecraft House hat euch gefallen. Ich werde jetzt gleich erstmal meine Maske abnehmen und dann den süßen Snoopy mit nach Hause nehmen und natürlich auch Spaghetti wieder in Sicherheit bringen. Schön, dass wir es auf jeden Fall geschafft haben, Spaghetti wiederzufinden. Freunde, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!